Es war so klar, es war so klar. Andrew, Little Hope, Polizeiwache, 0:26 Uhr. Was meinst du? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadtpolizeigebäude sehen alle gleich aus. Schon Grund, warum ihr da seid. Leider. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Das ist nicht passiert. Ich würde mich gerne hier noch umgucken. Weil, wer weiß. Alter, wie hochnäsig er aber auch immer zu hin und her läuft, ne? Okay. Reynolds. Okay. Guckt ein Abzeichen. Okay, an die Tür möchte ich noch nicht. Hier geht's zu Zellen. Habe alles verloren. Nur eine Zelle? Ja, in die zweite komme ich nicht rein, okay? Ich möchte diese Tür noch nicht öffnen. Ich möchte erst gucken, was wir hier noch so haben, weil ich ungern irgendwas verpassen will. Okay, von da komme ich, ne? Dann haben wir da noch eine Tür. Aber da gehe ich auch erst zum Schluss hin. Alter Hexenkerker. Spannend. Gebaut 1684, abgerissen 1783. Während der im Jahr 1692 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope wurden viele der Beschuldigten hier eingesperrt. Etwas muss doch hier sein. Ja, hier ist ein Telefon. Aber das wird nicht gehen. Na also, ein Telefon. Vielleicht ist das der Ausweg. Nope. Leitung tot. Ja. Wo soll es auch herkommen? Wo soll es dann auch herkommen? So, die Stadt ist verlassen. Was ist los mit dir, wow. Junge? Hey, entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Ja, ernsthaft. Sieh mal, das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Auch dann wird's nicht gehen. Wo soll denn der Strom herkommen? TC. Hippie-Artefakte. Hippie-Artefakte. Das könnt ihr gar nicht lesen, weil meine Eventliste davor sind, aber Hippie-Artefakte. Okay. Wie wär's, wenn wir zuerst einmal hier hingehen? Tür? Nee.
Die geht immer, natürlich. Vielleicht andere Seite? Vielleicht da hinten? Auch nicht. Aber wo kann ich denn jetzt noch hin? Was war das? Was machen wir? Rangehen? Ich schaff das. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Ich meine, es ist ja nur ein Telefon, ne? Ich sollte heute nicht hier stehen. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? Plötzlich tauchten vor mir ein Mann und eine Frau auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte sie nicht kommen hören. Sie waren mir so fremd. Ihr Gewand und die Art, wie sie sprachen, war mir nicht vertraut. Sie sprachen von Dingen, die ich nicht verstand. Das ist Amy. Ich schwöre, ich weiß nicht, wo er herkam oder was er von mir wollte. Ich verstand gar nicht, was er mir erzählte. Ihr müsst mir glauben, ich bitte euch. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Hey! Los, oh Mann, kann ich jetzt mal aufhören damit? Taylor und John. Mary. Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Oh, ey, Oma! Sonst ja. Droht dir ewige Verdammnis. Solltest du endlich mal lassen. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprich nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Hat doch niemand ich gehört. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott. Ich hab gedacht, das sind Puppen. Dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Sei still. Wir müssen ruhig sein. Ja. Ich soll mein Herz schonen, Judas. Das wird hier nichts, Allegra. Was passiert? Bei allem Respekt, Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Sie ist keine Gespielin des Teufels, Reverend. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Ihn. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Halt dich da raus. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit.
Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Lass sie in Ruhe! Wer spricht? Wer ist da? Gott schütze uns. So, helft mir doch. Wir sind hier unter uns. Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Ich hätte dich sagen dürfen, ne? Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel nein! in Little Hope umgeht? Nein! Nein! Habt nein, 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 nein! Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch! Er sucht den Herrn! Der Reverend ist der Teufel. Was zur Hölle war das? War das echt? Der Reverend ist der Teufel. Er ist vom Teufel besessen. Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Was denkst du, war mit ihr los? Genau so ist es, Lola. Ja, das Mädchen habe ich im Wald gesehen, ne? Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht, wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Ja. Hast recht. Die Kleine wusste genau, dass sie damit Angela 2 in die Scheiße reitet. Ja. Diese Frau hat man an ihrem Gesicht gesehen. War völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Mir ist noch was aufgefallen. Ihr Mann, er sah aus wie du, Professor. Ja, also Amy wird tot sein. Da war noch etwas Seltsames. Die beiden, die die Kleine hatten, was zur Hölle hat das zu bedeuten? Da war doch irgendwas mit der Synchronisation hey, schon wieder falsch. Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Er wollte bestimmt sagen, die sahen aus wie Taylor und Daniel. Hey Taylor, wir sind hier. Wir kriegen die Tür nicht auf. Wir auch nicht. Ist abgeschlossen. Versuchen wir es mit Gewalt. In 3, 2, 1... Passt. Taylor. Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Ja, aber das sind doch sowieso alles Rückblicke. Ändern können sie es doch nicht. Ich mach's höchstens schlimmer. Vielleicht finden wir Antworten oder nicht. Da, wo wir noch nicht waren. Was soll's? Das ist doch wahnsinnig. Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten.
Der Prozess, das Mädchen, Angelas Pendant, das alles scheint irgendwo hinzuführen. Fragt sich nur, ob zu was Gutem oder Schlechtem. Die Frage ist nur... Falls schlecht, dann vermutlich sehr, sehr schlecht. Wann hat er angefangen, sich wieder zu erinnern? Er konnte vorhin nicht mal den Namen seines Professors... Also er wusste den Namen seines Professors vorhin nicht mal. Wann hat er sich erinnert? Oder habe ich was verpasst in der Geschichte? Hat er irgendwann gesagt, ich erinnere mich? John, Hauptstraße, 0:42 Uhr. Für die Studenten in die Stadt. Der Nebel wird schlimmer. Fuck, sind wir wieder da? Wo wir vorhin gestartet sind? Nee, das ist eine andere Brücke, ne? Guck mal, da ist ein Haus. Hä? Nee, das ist eine andere Brücke. Ja, aber da... Ich sehe gar nichts. Komm ich nicht weiter. Himmel! Angela! Das Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Es ist dunkel. Natürlich ist das Wasser schwarz. Über sieben okay. Brücken musst du gehen. Professor, du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Vielleicht sollten wir erstmal alle unsere Optionen durchgehen. Klar. Dachte ich mir. Komm schon. Ja, aber das ist doch gut, wenn man nochmal alle Optionen durchgeht. Ich will so schnell es geht von dieser Brücke runter. Aber nicht zu schnell. Jemand muss zuerst gehen. Erst du. Ich komm gleich nach. Du hättest nicht springen müssen, Junge. Und dass ihr da zu dritt drauf geht, ist auch nicht unbedingt super. Hey! Mein Gott, was jetzt? Wir müssen hier weg. Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches! Ich bin keine Hexe! Ich verdiene nicht den Tod! Ich bitte euch! Was geht hier vor? Warum siehst du aus wie Angela? Eure Worte begreife ich nicht, doch ich bitte euch. Helft mir! Der Teufel ist im Wind, will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Ihr könnt das nicht tun. Isaac. Ich bin unschuldig. Vollstreckt das Urteil. Helft mir. Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt.
kommt in Gestalt eines Kindes meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend, es ist unter uns. Isaac. Aber sie hat recht. Mary ist das Böse. Das Kind ist das Böse. Es ist ja auch ein Kind. Angela! Was habt ihr gesehen? Sag schon. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Da ist sie. Denn das Böse hat diesen Ort nie verlassen. Okay, ich gehe zuerst. Angela Voorhees. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Wir müssen Angela retten. Wir müssen Angela retten. Das ist der Moment. Das ist der Moment, wo wir Angela retten müssen. Angela, lauf! Das ist der Moment. Das ist das, was wir auf dem Bild gesehen haben. Verdammt! Wir müssen Angela. Ich will Angela retten. Lass mich nicht zurück! Nein! Scheiße! Hey! Hilf mir doch mal! Halt dich gut fest! Andrew, eine gestürzte Brücke. Ich will Angela retten! Ich komm gleich zurück, John! Ich will Angela halt retten! Ist mir komplett egal, ich will Angela! Schnell, greif nach meiner Hand! Spring und greif meine Hand! Komm, Angela! Ich vertraue dir! Los, komm! Okay, ich vertraue dir! Komm, Angela! Na, siehst du, er hat es doch alleine geschafft.